So, willkommen zurück zu Gran Turismo 6 in Form eines Community-Rennens. Wir fahren heute ein bisschen NASCAR, man sieht es im Hintergrund, es regnet sogar direkt. Dachte mir, ich sorge mal für ein wenig schwere Bedingungen. Und welchen Wagen fahren wir? Ich würde sagen, wir fahren den Jeff Gordon, der hat irgendwie 7 Leistungspunkte mehr als der andere. Warum? Das weiß ich nicht, ich habe eine Vermutung. Da muss ich mal eben kurz nachgucken. Nö, keine Ahnung, ob das daran liegt. Bevor ich da jetzt was Falsches erzähle, lasse ich lieber. Gut, den Wagen lasse ich auch mal so weit auf Standard. Das Problem wird wahrscheinlich sein, dass ich keine Ahnung habe, wie ich das Getriebe einstellen muss. Ja, schafft man hier 350? Huch, wieso bin ich denn gelockt auf Rennen hart? Habe ich keine anderen? Kann irgendwie nicht sein, oder? Doch, ich habe keine anderen. Alter Schwede. Ja, dann kaufe ich die mal eben schnell. Das geht ja mal überhaupt nicht. Ich meine, es regnet, ja, dann brauchen wir auch weiche Rennreifen. Weiche Rennreifen. Brauchen wir auch Regenreifen. Stell dir vor, es regnet und du gehst dann rein und dann, oh fuck, ich habe überhaupt keine passenden Regenreifen auf Lager, was tue ich denn jetzt? So, jetzt ist das große Problem. Jetzt fragt Toyota wirklich, ob ich jemanden rauswerfen kann. Das Problem ist, ich kann nur eine einzige Person rauswerfen. Und das wäre Nicky Boy 7. Und ich weiß, dass mindestens zwei Personen gerade noch rein wollen. Ah, Erik ist so nett und geht raus, weil er momentan keinen NASCAR hat. Das ist natürlich super, das gibt einen Daumen hoch. Ich weiß ja nicht, ob Nicky Boy jetzt teilnehmen wird, da warte ich gleich mal ab. Ansonsten werfe ich ihn raus, wenn er halt nicht teilnimmt. Ansonsten lasse ich ihn drin, weil wenn wer mitfährt, dann kann ich den nicht einfach so rauswerfen. Finde ich geht nicht. So, siehst du, da ist nämlich zum Beispiel jetzt ein anderer aus der Pipeline direkt reingejoint, nämlich Andreas. Ich weiß, Justin wartet noch, Batman Freak wartet noch, Dream wartet wahrscheinlich auch noch reinzukommen. Also unglaublich viele Leute, die hier noch rein wollen. Sind halt 16 Leute. Vielleicht muss ich beim nächsten Mal irgendwie das Ganze so handhaben, dass ich sage, dass wir wirklich nur eine Rennkategorie fahren. Und wer Bock auf die Rennkategorie hat, der trägt sich in eine Liste ein und ich lasse nur die Leute zu, die in der Liste stehen. Weil selbst meine Freundesliste kann ich hier nicht alle reinlassen. Die ist zwar mittlerweile aussortiert, ja. Aber die Sache ist natürlich trotzdem die, dass die Leute, die jetzt drin sind, fast alle mitmachen wollen. Ja, und bei was weiß ich wie vielen Leuten. Ich glaube, momentan sind es 25 in der Freundesliste, also noch relativ wenig hier im Vergleich zu den 150 vorher. Aber wenn die alle mitmachen wollen, dann geht das schon nicht, ne? So, und ich komme schon mal überhaupt nicht auf meine Top Speed. Ich habe auch an dem NASCAR wirklich gar nichts verändert. Gar nichts. Ich habe es nicht höher, tiefer. Aerodynamik. Einstellungen. Habe ich nichts dran gemacht. Ja, ich habe es nicht höher gelegt, tiefer gelegt. Keine Stoßdämpfer-Einstellungen vorgenommen oder sonst was. Ich weiß, dass das relativ viel ausmachen kann. Ich hatte mal kurz bei GT Planet nachgeguckt. So, ich werde mal kurz ein, zwei Leute vorbeilassen und mich dann vielleicht mal in deren Windschatten reinquetschen. So, vielleicht hinter Tom Kranich oder warte ich noch? Ne, ich warte noch, bis ich die Kontrolle verliere. Und den Wagen dann wieder rette. Ja, habt ihr das gesehen? Das war Skill. Pure Skill. So, jetzt vielleicht bei Kano in den Windschatten.
Also der Reifenabrieb ist natürlich echt krass, wenn man mal guckt, dass ich jetzt schon einen Punkt verloren habe. Mal eben die Runde jetzt zu Ende fahren. Vielleicht nochmal da vorne bei denen in den Windschatten reinquetschen. Ich glaube, mit meinem Getriebe bin ich ganz gut dabei, aber guck dir mal meinen Spritverbrauch auch an. Da muss man ja 10.000 Mal irgendwie an die Box. So, Dragon Vampire gibt mir noch keinen Windschatten, der ist noch zu weit weg. So, jetzt komme ich an sie ran. Also mit weichen Reifen brauchst du hier gar nicht zu fahren, das bringt null. So, machen wir doch mal ein bisschen Action jetzt hier vor denen. Einfach nur so aus Spaß. Ha, jetzt habe ich sie voll irritiert, aber nicht getroffen. Ich hoffe, das hat gut ausgesehen aus eurer Position. So, ja, dann kommen. Dann bin ich halt mal wieder der Buhmann. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Nicky Boy. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir wirklich so leid. Habe ich ihn jetzt rausgeworfen? Ja. Es tut mir so leid, das ist... Und zack, kommt direkt der Nächste aus der Freundesliste rein. Das ist unglaublich. Jetzt haben wir wirklich nur Leute aus der Freundesliste drin. Leute, ich kann da nichts dran machen. Wenn ihr gute Ideen habt, dann schmeißt sie unbedingt in die Kommentare. Also wenn ihr wisst, wie wir diese Menge verringern können an Leuten, die teilnehmen. Ob wir das halt so machen, wie ich vorhin vorgeschlagen hatte, mit speziellen Rennserien, an denen einzelne Leute teilnehmen oder so. Von mir aus. Wir können das auch so machen, dass wenn das eine Rennserie ist, wo ich jetzt nicht so geil drauf bin, wie zum Beispiel Le Mans, dass ihr euch zusammentut, wenn ihr Le Mans geil findet, ja, und ihr fahrt dann Le Mans-Rennen und ich kommentiere das halt mal, guck mir das an, das ist sicherlich auch geil. Ja, mal so zuzugucken und nicht immer selbst zu fahren, sondern mal zu gucken, wie gut die anderen alle sind. Jetzt warte ich noch mal kurz, bis die anderen da teilnehmen können und dann hau ich raus. Beziehungsweise ich sag erstmal Teilnahme abbrechen, denn auf den Reifen will ich nicht weiterfahren. Beim besten Willen nicht. Nee, das nicht. Das. Wobei, fuck. Der Spritverbrauch. Mist, wie viel Sprit habe ich jetzt verbraucht? Vielleicht muss ich ja eh zum Sprit holen in die Box. Ich glaube, das lohnt sich überhaupt nicht, auf harte Rennreifen zu gehen, weil ich so viel Sprit verballer. Komm, machen wir das einfach so. So, ich nehme jetzt wieder teil und starte dann gleich das Rennen. Wir sind jetzt bei 9 Minuten. 9 Minuten schon. Das ist natürlich nicht gerade wenig. Müssen wir also mal anfangen. Ich habe immer so eine tolle Stoppuhr nebenbei laufen. Und zwar wirklich eine tolle Stoppuhr. Es gibt so viele scheiß Apps, Stoppuhr-Apps, die Sachen machen, die ich überhaupt nicht will. Weißt du, dann tun die so, als hätten die die Funktion, die ich will, und dann tun sie es gar nicht. Jetzt kann ich mein Getriebe nicht mehr nachgucken. Ja, gucke ich mir eben kurz mein Getriebe nach. Vielleicht mache ich das... Genau, Genius. Klickt natürlich aufs falsche Feld. Als Getriebe würde ich einstellen zwischen 340 und 300... Ne, ich würde sagen zwischen 300...
Zwischen 330 und 360 würde ich es einstellen. Ich lasse es mal bei den 350. Ich nehme jetzt teil. Schreib dann noch, weil meine fachlich kompetente Meinung gefragt wird. Schreibe ich dann noch mal eben kurz die Antwort, dass ich sagen würde 330 bis 360. Würde ich nehmen. Genau, Leadspeak mit E hier. Beziehungsweise mit 3 als E. Ihr wisst ja, was ich meine. So irgendwo in dem Bereich. Ich weiß nicht, ob ich mit meinen 350 gut dabei bin. Am Start komme ich sicherlich nicht gut weg. Ja. Wie es sich entwickelt, mal schauen. Wir starten um 18 Uhr Ortszeit. Dann geht das natürlich ruckzuck, wird Nacht. Es kann regnen, das Wetter ist schlecht, man hat's gesehen. Ich trete hier nochmal bei und starte jetzt auch das Rennen, sobald noch die letzten paar Leute da reingehen. Und ich hoffe, dass ich wirklich hier von diesem Rennen wirklich schöne Bilder auch kriege. Weil, ich meine, das ist eine der schönsten Situationen, die man irgendwie haben kann. Ja, die Autos sehen gut modelliert aus. Die Zuschauer sehen einigermaßen okay aus. Vor allen Dingen haben wir hier relativ viele Zuschauer. Man hat das Licht, man hat Regen, der beleuchtet ist. Also ich denke mal, wenn man da aus der Außenperspektive ein Bild macht, könnte das ganz cool sein. So, jetzt sind noch drei Leute reingekommen. Ich denke mal, das sind alle. Dann fange ich jetzt an. Los geht's nach knapp 12 Minuten Vorbereitung. So, ich schlürfe noch mal kurz an meinem Tee. Und ich bin gespannt, wie der Start läuft. Zum einen, ob das wieder so ein Spasti-Start ist wie gerade eben, wo wir alle durcheinander stehen. Was natürlich auch gewisserweise lustig ist, wenn es einfach so random gewürfelt ist, finde ich es toll. Andererseits würde es mich natürlich auch freuen, wenn wir einen normalen Start erleben, der dann auch normal verläuft. Bei den NASCAR-Rennen in GT5, die wir gefahren sind, die auch wirklich cool waren, war Start ja teilweise immer so eine Katastrophensache. Ich meine, ich bin da eigentlich immer ganz gut weggekommen. Was ich wirklich auch dem Lenkrad zuschreiben muss, weil ich da das Gefühl habe, dass man mit dem Lenkrad einen Vorteil, den Wagen auf gerader Strecke zu halten. Du startest ja hier so schräg und wenn du dann einfach nur aufs Gas gehst, dann drehst du dich halt weg. Und wenn du so ein ganz kleines bisschen gegenlenken kannst, was natürlich mit dem Controller relativ schwer ist, ein bisschen gegenzulenken, dann hast du einen Vorteil. So, 20 Runden NASCAR. Ich hoffe, ich komme 10 Runden mit dem Sprit aus und mit den Reifen nur einmal in die Box, wäre schon schön. Falls es wieder irgendwelche taktischen Überlegungen gibt, diesmal habe ich meine Vita auch voll absichtlich hier hingelegt und aufgeladen. Jetzt muss ich nur noch mal anmachen. Ich hoffe, die hat genug Strom gekriegt. Vielleicht muss ich ja wieder irgendjemanden anschreiben und sagen, ey, fahr mir hinterher. Okay, los geht's. Uah! Das war nochmal ein krasser Unterschied zu dem Start aus GT5. Also da bin ich jetzt auch sofort weg gewesen. Ach ja, die Dinger haben ja nur 4 Gänge. Hätte ich hier ein Turbo reinbauen können? So, jetzt mal gucken, ob ich da rankomme, müsste ich ja eigentlich. So, mit 330er Getriebe ist jetzt hier Ende. Ich komme noch etwas mehr. Hauptsache irgendwie erstmal dahinter halten. Irgendwie bei den Leuten bleiben. Guck mal, wie viel Sprit ich jetzt schon verballert habe in einer Runde. So, den ersten überhole ich. Was natürlich jetzt nicht so viel heißt. Oh! Gegenlenken drauf, gegenlenken, gegenlenken. Gut ausgewichen, Carnotaurus.
Ich dachte eigentlich eher, dass du rechts fährst. So, jetzt muss ich hoffen, dass ich wirklich schnell hier vorankomme, dass ich Batman Freak wieder kriege. Sonst ohne Anschluss hast du bei NASCAR natürlich überhaupt keine Chance. Also zum Zugucken finde ich NASCAR ja ziemlich langweilig. Bis auf das Ende und den Start. So normales NASCAR. Aber zum Fahren finde ich es irgendwie immer wieder geil. So, aus der Kurve ein bisschen langsamer raus, aber jetzt im Windschatten kommen. Yes, den Batman Freak kriegen wir. Wunderbar, da können Batman Freak und ich uns gegenseitig hier hochschaukeln. Fuck, das war jetzt nicht so klug von mir. Wow, was war das denn? Ich bin doch extra so weit weggefahren von euch. Da geht schon einer in die Box. Ist das Absicht? War auf jeden Fall die richtige Entscheidung, die weichen Rennreifen zu nehmen. Ich meine, wir haben jetzt einen Punkt davon verloren und der Sprit, der ist schon zu einem Viertel leer. Oder nee, zu einem Fünftel, ne? Zu einem Fünftel leer. Das muss man dazu sagen. Obwohl ich bisher das halbe Rennen nur durch die Luft geflogen bin. So, da vorne fährt Carnotaurus auch ganz allein. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich schneller bin. Da küsst er leicht die Wand, an den Partikeleffekten zu sehen. Und ist auf einmal hinter mir. What the fuck? Hä? Hä? Magic. Worauf man vielleicht ein bisschen achten muss, ist die Streckenfeuchtigkeit. Die liegt jetzt gerade bei 4%. Interessant ist auch zu sehen, dass ich aufhole, obwohl ich alleine fahre. Das heißt, ich fahre nicht schlecht. Einfach die Wand nicht küssen, voll auf dem Gas bleiben. Mein Getriebe ist natürlich zum Alleinefahren ein bisschen zu lang, würde ich sagen. Um natürlich von den ganzen Crashes besser beschleunigen zu können, ist ein kürzeres Getriebe eh immer von Vorteil. Aber hier komme ich so auf 320. Und nicht viel mehr, oder? Ja, also hier werden Getriebe von 330, 340 besser zum Alleinefahren. Ich habe das natürlich so eingestellt, weil ich mir dachte, hey, du fährst im Windschatten, wie man es bei NASCAR tut. Aber vielleicht können wir ja da vorne den Regulus einholen. Scheiße, da war die Wand. Und dann müssen wir natürlich hoffen, dass wir uns schön gegenseitig immer weiter nach vorne fahren können, ja? Ich vor ihm, er vor mir, ich vor ihm, er vor mir. Der Windschattenzug. Und hier immer aufpassen, nicht zu tief fahren. Sobald man die Linie überschreitet, ist es sehr eng, was die Gripverhältnisse angeht. Da verliert man sehr schnell die Kontrolle. Da kann man zum Beispiel mal meinen Vater fragen, warum habe ich denn jetzt die Kontrolle verloren? Nur weil ich so weit unten gefahren bin? Ja, ist doch klar, oder? Das eine ist schräg, das andere ist gerade. So, jetzt haben wir vielleicht den Windschatten von Regulus. Dann können wir gleich auch endlich mal unser Getriebe wieder auskosten und dümpeln nicht die ganze Zeit bei so 9000 Umdrehungen rum. So, ich hole aber weiter auch auf die Führenden auf, das ist sehr schön.
So, hoffentlich kann er jetzt selbst an mir dranbleiben. Man muss auf jeden Fall einmal in die Box zum Tanken. Hälfte ist weg, nicht mal das Hälfte, nicht mehr die Hälfte des Rennens ist vorbei. Das heißt, wenn die Hälfte vorbei ist, dann gehe ich einfach einmal rein und mache den Tank einmal ganz... Nee, warte mal, das geht ja nicht. Wenn etwa zwei Drittel vorbei sind, gehe ich rein, mache den Tank einmal ganz voll. Wechsle dann die Reifen. Bin ich mit einem Stop dann da durch. So. Two Epic Buddies vor uns. Batman Freak arbeitet sich auch nach vorne, sehe ich gerade. Ist es hinter Regulus? Scheiße. Jetzt fahre ich hier natürlich auch in die Wand. Elf Sekunden Rückstand. Es geht nach vorne. Man könnte auch sagen, ich flüge durchs Feld über eine Strecke, die immer nasser wird. Wir sind jetzt bei 9%. Das ist noch alles unbedenklich für die Reifen. Ich weiß nicht, ob die Regel aus GT5 hier noch gilt, dass man so gut wie nie auf die Regenreifen gehen muss, aber momentan habe ich noch gut gerippt. So, Hälfte des Rennens vorbei. Sechs Sekunden Rückstand, da vorne fahren sie wahrscheinlich alle. Das sind wahrscheinlich alle, die vor mir sind. Einer ganz vorne und drei dahinter als Verfolger. Nein, nein, nein! Ah, noch abgefangen. Ach Gott. Jetzt habe ich mir aber selbst fast das Rennen verbockt. Richtig verbockt hätte ich es mir. Das hätte ich mir auch nicht verzeihen können. So, wenn ich mit den Reifen auf 5 bin, denke ich mal, gehe ich rein. Aber ich komme da vorne auch ran, weißt du? Und gerade wenn ich dann vorne dran bin, möchte ich ja eigentlich nicht in die Box und dann alleine weiterfahren. Ich möchte am besten reingehen, wenn die auch reingehen. Aber wer weiß, wann das ist, vielleicht denken sie auch nicht dran reinzugehen, weil sie so im Kampf stecken. Aber hier komme ich angeflogen. Das verwundert mich gerade so ein bisschen, warum ich hier so krass angeflogen komme. Vielleicht haben die anderen ja ihre Aerodynamik hochgeschraubt, das wäre natürlich auch fatal für diese Strecke. Na, immer noch nicht im Windschatten. Jetzt fange ich an zu rutschen. Und es geht immer noch keiner rein. Ja Leute, irgendeiner muss mal reingehen, dann fange ich jetzt gleich an. Ich tanke eigentlich schon viel zu viel, aber ich mache trotzdem den Tank voll. Ich mache nicht den gleichen Fehler wie bei GT5, dass ich da in der letzten Runde durch Spritarmut vom ersten auf den, keine Ahnung wie vielten Fall. Das passiert mir nicht nochmal. Also gehe ich jetzt gleich rein. Vielleicht geht ja auch einer von den beiden da vorne rein. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Oder sie achten vielleicht nur auf ihre Reifen, fahren mit harten Sportreifen, denken das passt, mit harten Rennreifen, denken das passt. Und dann geht's halt doch nicht, kann natürlich auch sein.
Nee, Intermediates will ich jetzt eigentlich nicht fahren. Ich würde gerne auf den weichen Rennreifen weiterfahren, denn ich habe das Gefühl, das reicht. Ich pack mal. Komm, ich pack mal. Ja, ich pack 80 Liter rein. So, irgendwer ist hinter mir auch in der Box. Kann man gucken, wer? Nee, sehe ich leider nicht. Ich sehe nur den Pfeil auf der Minimap. Ja, Leute. Das kann auch spannend werden. Ich habe mich schön nach vorne gefahren. Hoffentlich regnet es jetzt nicht stärker. Momentan komme ich noch gut klar. Ich denke mal, die nächsten 5 Runden schaffe ich auch noch auf weichen Rennreifen. Die Intermediates nutzen sich natürlich wesentlich schneller ab. So, MG ist vor mir raus. Wahrscheinlich weniger getankt. Aber ich habe ja die Hoffnung, dass das gute Auswirkungen für mich hat, sodass ich da in Windschatten kann. Oder vielleicht im Batmans Windschatten. So, es wird langsam hell, man sieht den Himmel nicht. Der Himmel ist wolkenverhangen. Das heißt nichts Gutes für das weitere Wetter. 21% Streckenfeuchtigkeit. Batman verliert die Kontrolle. Trifft mich aber nicht. Carnotaurus macht da lustige Donuts. Solange mich nicht trifft, alles okay. So, und jetzt im Alleingang. Jetzt ist die Frage, kann ich da irgendwie auf das Feld aufholen? Oder war ich zu lange in der Box? Aber ich habe halt nicht mitgerechnet beim Sprit, deswegen muss ich einfach mehr nehmen, als nötig ist. Da vorne fährt wer? Sind es Überrundete oder ist es Dragon Vampire? Es ist Dragon Vampire. In dessen Windschatten ich mich jetzt klemme. Oh ja, komm schon, Getriebe, jetzt kannst du mal ein bisschen... Ja, schön. So, ich bleib mal direkt hinter ihm oder versuche hier oben... Ne, oben vorbei geht nicht, dann gehe ich halt innen vorbei. Schön, wie die Reifen wirklich dauerhaft quietschen. Muss am Regen liegen. Noch habe ich ihn. Ich habe ihn noch komplett unter Kontrolle. 24,9 Sekunden Rückstand. Nein, komm. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt muss ich natürlich auch auf hinten aufpassen. Die ganze Zeit konnte ich einfach nach vorne gucken und vorne wegfahren. Aber jetzt habe ich Dragon Vampire hinter mir. Da muss ich natürlich gucken, dass ich jetzt keine Scheiße baue. Und dass ich, wenn ich Scheiße baue, den Wagen auch irgendwie so hinstelle, dass er nicht reinfährt. So, Toyota WD. Das nächste Opfer der Aufholjagd. 17,8 Sekunden. Jetzt 17,3 Sekunden. Ich glaube, ich habe zu viel getankt, sonst hätte ich das hier schaffen können. Das Wunder von Daytona. Ist er jetzt neben oder hinter mir? Okay, er ist jetzt hinter mir. Jetzt habe ich nämlich mein Feld gefunden hier, mit dem ich nach vorne fahren kann.
Auch wenn Dragon Vampire gerade richtig krass auf der Karte am Längen ist. Toyota WD kommt aber auch nicht ran. Naja, Witz hat der dritte Platz, aber ich finde, das ist ganz ordentlich. Shit. Von wegen, es wird der dritte Platz. Das war ein großer Fehler. Toyota WD kann jetzt ausholen zum Gegenschlag. Ich bleib mal auf der Innenbahn. Naja, er kommt nicht ran. Er hat gebremst, um nicht hinten reinzufahren. Dritter Platz, sehr schönes Rennen. Sehr, sehr schönes Rennen. Wer weiß, was da drin gewesen wäre ohne die ganzen Zusammenstöße. Sehr schön, hat Spaß gemacht. Zweimal von hinten auf und ja gestartet und dann boom, Baby. Wir sind jetzt auch wieder bei einer halben Stunde. Genau solche Folgen will ich ungefähr haben für das Community-Rennen, so halbe Stunde ungefähr. Das ist ein guter Ausgleich dafür, dass alle zwei Tage nur was kommt. Und das ist zeitlich noch okay, dass ich sagen kann, hey, so kann ich noch genug vorproduzieren. Krass, wie da gerade einer an mir vorbeigeschossen kam. Wahrscheinlich einer, den ich überrundet hatte. So. Ich schlürf da nochmal eben Tee. So hört es sich an, wenn ich mir neuen Tee eingieße. Ja, sehr spannende Information hier, ich weiß. Und wenn ihr jetzt erraten könnt, welche Teemischung das ist, dann könnt ihr bei Wetten, dass teilnehmen. Es ist, Moment, Ingwer, Holunderblüte und Kamille. Ich habe keine Ahnung, wie die Mischung schmeckt, wir werden es erfahren, aber erst in der nächsten Folge. Schön. So, dann gucken wir uns mal eben kurz das Feedback an. Also ich fand's richtig geil, ich hätte auch Bock auf noch eine Runde. Ich frag gleich auch, ob die Bock haben auf noch eine Runde. Erstmal die Wiederholung speichern. Das muss natürlich sein. Gut, dann warten wir mal ab, was R8 Proto, Toyota WD, Retem zu sagen haben. Faires Rennen, sagt GTR 13, das finde ich auch. Retem sagt Sternchen, Sternchen, Sternchen. Bis auf den Start war es für mich ein gutes Rennen, sagt R8 Proto. Für mich eigentlich auch wenn ich da zweimal noch mit reingerissen wurde. Mein Gott, das passiert halt auch. Ares fand's auch cool. Kev konnte nicht zugucken richtig. Das ist natürlich Pech. Toyota wird dieser spannendes Rennen. Wunderbar. Damit beenden wir diese Folge. Wir sehen uns dann in zwei Tagen wieder bei Gran Turismo 6. Und ob wir dann nochmal hier NASCAR auf Daytona bewegen oder was anderes machen, das weiß ich noch nicht. Das werdet ihr dann sehen. Bis dann. Tschüss.